Lampukistan Gaming ist hier mit einem neuen Video. Heute schauen wir uns mal The Colonists an. Wer noch Siedler 2 kennt, wird sich sofort heimisch fühlen. Es ist quasi ein Siedler 2 mit Robotern. Das Ganze gibt es nur auf Englisch, soll dem Ganzen aber keinen Abbruch tun, dass wir es trotzdem mal anzocken. Und wir schauen uns die Kampagne an. Die ersten zwei Level habe ich schon gemacht. Beziehungsweise das ist eher ein Tutorial, das ist eine erste Starter-Mission. Dann gibt es hier eine Mission einfach nur zum Expandieren und Aufbauen. Und hier gibt es dann auch noch Features Combat, also Militär. Wir gehen erstmal hier in die erste Welt, in das Tutorial und dann machen wir mal Play Normal und starten das Spiel. Gucken wir mal, was uns erwartet, ne? Okay, so, hier stehen ein paar Tipps und was hier passiert ist, ne, wir sind Mitte des 21. Jahrhunderts, hat die Technik signifikante Fortschritte gemacht und Roboter sind quasi Alltag unseres Lebens geworden. Wir drücken mal direkt weiter. Okay, so, das ist unser Kolonieschiff, das hier landet. Die Grafik ist vielleicht nicht für jeden was, aber gucken wir uns das Ganze jetzt gleich mal an. Da ist er schon, der erste kleine. So, at least terra firma, we have finally reached a habitable planet? Also einen bewohnbaren Planeten, ne? And we can set our wheels to the ground. Wir können das Ding besiedeln, ne? So. Ich bin der Drohnenbot Stan Lampuki und wir sind quasi jetzt der Commander von dieser Kolonie. Okay. So, wir können bewegen mit der WASD. Rotate mit Q und E. Das haben wir gemacht. So, very nice. You can also right-click zum Bewegen. Mit dem Mausrad können wir zoomen und mit der mittleren Taste können wir frei die Kamera bewegen. Next Tutorial Logs haben wir hier. Okay, wenn wir das anklicken, dann sehen wir hier, wie viel wir noch im Schiff haben. Das kann man sich hier unten auch anzeigen lassen. Ne? Wir klicken das einmal an, damit das Tutorial zufrieden ist. Wir sollen hier oben klicken. Alright, Production und wie viel wir produzieren und wie viel benötigt wird, steht hier. Okay, next. So, now click flashing. Ah, hier rechts unten ist der Baubutton, ne? So. Im Tutorial dürfen wir unsere Gebäude nur da setzen, wo das Spiel das möchte. Und wir fangen natürlich an mit einer Lumberjack-Hut, und zwar im Holzfäller. Den setzen wir mal direkt hier hin. So. Very good. Lumberjack, der produziert hier diese Logs, diese Baumstämme. Ne? So, wir müssen das Ding anklicken. Okay. Und jetzt brauchen wir einen Weg. Und wer schon mal Siedler 2 gespielt hat, damals in den 90ern, glaube 96, ne, ist es rausgekommen, der wird sich sofort heimisch fühlen, denn hier, wir werden unsere Wege genau nach diesem Prinzip mit diesen Fähnchen hier bauen. Dazwischen läuft so ein kleiner Roboter rum, der transportiert es hier von A nach B. Okay, so. Jetzt müssen wir zugucken, wie der Holzfäller gebaut wird. Wir können das Spiel leider nicht beschleunigen. Und das kann man dann in der nächsten Mission kann man das machen. Da kann man verschiedene Geschwindigkeit 1 bis 4 oder was kann man einstellen. Aber gut, wir schauen mal. Das Ding braucht, klicken wir mal an, zwei Logs, also zwei Baumstämme. Im Vergleich zu Siedler müssen hier die Baumstämme nicht erst gesägt werden, sondern direkt die Baumstämme sind quasi Baumaterialien. So. In progress, Ding wird gebaut. Okay. Sehr gut. Fertiggestellt. Lumberjack is completed. So, jetzt wird hier quasi ein Lumberbot erstellt und der läuft hier in aller Ruhe, rollt er hier gemütlich rüber. Und wir müssen natürlich warten, bis er in seinem luxuriösen Zuhause angekommen ist, bevor wir etwas anderes machen dürfen. Alright, has arrived, bla bla bla. Click on your new Lumberjack Hut building to find out more. Wir klicken das Ding an.
Hier sehen wir, was das Ding produziert. Er benötigt Bäume, er benötigt Energie Level 1, er produziert 2 Logs pro Tag. Okay. Extra Power is provided Energy Resource. Ja, ja, der braucht Level 1 Energie. Sehr gut. So. So, jetzt geht's weiter mit Bauen, ne? Wir brauchen natürlich Häuser. Residence. Ein Haus ist in diesem Fall ein Energieproduzent. Mit der Taste R können wir hier dieses Gebäude drehen, rotate, ne? So. Und dann sollen wir einen weiteren Weg bauen. Und zwar so. Kürzester Abstand sind immer 3 Felder, längster Abstand sind dann immer 5. So, you can increase and decrease the game speed on the top right, change game speed, bla bla. Okay, das können wir jetzt machen. Wir gehen mal direkt auf 2, change game speed mit Z oder mit X. Das haben wir jetzt auch gemacht. Und wir können mit Space das Spiel à la Day of Billions oder RimWorld pausieren. So, wir starten wieder. Next. So, Speed up auf 2. Und dann schauen wir, was passiert. Good, now let's watch the construct resource of E. Reach the residence and. Okay, wir müssen warten, bis das Ding gebaut ist. Machen wir doch, kein Problem. Wir haben die Muse. Fertig gebaut. Sehr schön. Build a well at the highlighted tiles. Also auf dem markierten Feld. Sollen wir jetzt einen Brunnen bauen? Na, come on. So, okay. Sehr schön. Und wir bauen hier diesen Pfad. Ein Pfad ist ein kleiner Weg, wo keiner dieser Arbeiter steht, sondern dieser Arbeiter von dem Brunnen bringt dann quasi das Produkt, das er dementsprechend produziert, ob das jetzt Holz, Wasser oder Energie ist, bringt er dann direkt zur nächstgelegenen Fahne. Ne? Okay, so, excellent, alrighto. So, resident need food, this means fish or meat. So, in diesem ersten Tutorial können wir nur Fischereien bauen. Deshalb bauen wir mal eine Fishing Hut, ne? Die sollen wir hier hinbauen, kann man mit R, wie gesagt, drehen und mit F können wir die Ausrichtung verändern. Das finde ich richtig cool. Das müssen wir nämlich jetzt hier hin machen. So. Bauen wir wieder einen Pfad von hier nach da und lassen die Fischerhöhle bauen, um erste Nahrung für unsere hungrigen Roboter zu generieren. Fragt sich der eine oder andere jetzt, Roboter, die haben Hunger? Wie geht das denn? Die Roboter haben versucht, so menschlich wie möglich zu sein, ne? Mr. Data quasi aus Star Trek Next Generation, um einfach so menschlich wie möglich zu sein. Und deshalb haben die ganzen Marotten der Menschen angenommen. Essen, trinken, schlafen, ne? Deshalb müssen wir für diese Roboter auch einfach Essen produzieren, damit diese dann wiederum eben diese Energie generieren, um unsere Gebäude hier am Laufen zu halten. So, Fischerboat is now heading off. Okay, da ist der Fischermann, der hockt hier. Fischerbot natürlich, nicht Fischerboat, ne? Okay. So, click on it now, Stone Deposit. Wir haben ein Stone Deposit. Ah, hier. Hier haben wir ein Stone Deposit. 75 Stone sind da drin. Wir müssen eine Surface mine. Ich finde es schön, dass man... es ist immer schön farblich markiert, was wir bauen müssen, ne? Alright, wir brauchen einen Watchtower, um an das Stone Deposit zu kommen. Das heißt, wir brauchen einen Watchtower, ne? Können wir einfach so frei machen, ne? Machen wir mal hier direkt hin. Das ist ebenfalls Siedler, ne? Militärgebäude bauen, um die Grenzen zu erweitern. Alright, mit der Taste 1 können wir Straßen bauen. Machen wir doch direkt mal. So, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4. Das Ding steht, braucht einige Logs, ne? 8 brauchen wir dafür, um diesen Watchtower an den Start zu bringen. While your Watchtower is being built, let's construct a forestry to plant some more trees. Ein Förster brauchen wir. Sonst sind die Bäume irgendwann weg und wir können nicht mehr weiterarbeiten, ne? So, der Förster ist hier. Forestry, den dürfen wir auch frei platzieren. Jetzt sind wir hier ein bisschen free, ne? Lassen wir einfach mal hier hin.
Der gute Mann kostet auch 2 Logs, aber wir haben ja ein paar hier noch auf Reserve. Kann man mal schauen. 10 haben wir noch in der Hinterhand. Das reicht genau für den Förster und für unseren Watchtower. Okay. So. Ressourcengebiete, wie zum Beispiel dieser Stein, ne, die müssen immer im eigenen Einzugsbereich, sprich in diesem hellen Bereich sein, sonst können diese Roboter da nicht hin und arbeiten. Deshalb brauchen wir, wie gesagt, diesen Watchtower. Wir haben den Förster fertig und wir müssen ihm jetzt 10 Tiles geben, also 10 Felder sollen wir ihm manuell zuweisen. Das machen wir über dieses Feld hier oben, wo er quasi seine Bäume platziert. Wir machen da mal hier ein 5x2 Feld, ne? Dann hat er seine 10 Felder, wir haben das erfüllt, jetzt geht er hier hin und produziert genau an diesem 2x5, also diese 10 Felder, würde jetzt immer wieder Bäume platzieren. Okay, next. So, now let's wait for the watchtower to finish construction. Remember, you can speed up the game, ne? Wir speeden mal ab das Game. Wir machen mal auch kurz auf Speed 4. Wir spielen normalerweise immer auf Speed 2. Das ist noch ein relativ handelbarer Speed, wo man schnell noch eingreifen kann und ein paar kleine Änderungen vornehmen, ne? So. Okay, Watchtower, wie sieht's aus? Du bist gleich fertig. Und zwar jetzt, wir gehen auf 2 zurück. Sehen hier unseren Militärroboter Guardbot Roger. Roger ist auf dem Weg. Und wird das Ganze jetzt hier bemannen. Und ihr seht das schon, wir erweitern unser Gebiet à la Siedler 2 um einen kleinen Radius. So, jetzt müssen wir ein Stone Deposit, also sprich eine Surface Mine, also einfach ein Steinmetz, ne, in dem Fall bauen. Und den platzieren wir mal direkt hier. So, komm, wir speeden das Ganze mal direkt hier ab, ne. Wir wissen ja, was zu tun ist. Unser Steinmetz braucht 3 Loks, um fertiggestellt zu werden, ne? Machen wir. Alrighto, die 3 sind schon da. Das Ding ist auf Speed 4 sehr schnell fertig gebaut. Ach, es gibt nur Speed 1, 2 und 4. Alright, so. Okay, nice work, your miner bot will now head off to begin harvesting stone. You may have noticed that the surface mine also requires energy level 1 function. Click to, okay, alright. Wir müssen hier hinklicken, um die Bedürfnisse der Energie abzuchecken. Da machen wir hier oben links. Und hier sehen wir genau, Produktion ist 1,3, aber unser Demand ist nur zu 33% erfüllt. Also brauchen wir nochmal Häuser, einfach nur Wohnungen, ne? Für unsere Robbies. Okay, das machen wir doch. Another tip, you can control select building to duplicate. Das brauchen wir nicht, wir gehen einfach hier rein, ne? Und machen mal diese ganzen Fenster hier zu. Bauen hier eine weitere Wohnung. Control. Plus Select. Ah, nee. Wieso hat der jetzt gerade... Wie hat er das jetzt gemacht? Another tip you can... build 2 more. Okay, wir müssen 2 weitere Wohnungen bauen. Das heißt, wir machen das so. Und platzieren den Pfad einfach hier rüber, weil hier 3, das ist der kürzeste Weg. Sprich, hier 2 Felder dazwischen, ne? So. Oh, auf Speed 2 geht das relativ schnell. Ihr seht das hier, Fisch und Water sind hier am Start, damit unsere Roboter schön Energie produzieren. Erste Haus ist schon gebaut, das zweite kommt jetzt direkt an den Start. Ne? Ressourcen gehen schon an den Mann. Pro Produktionsgebäude, sprich so eine Fischerhütte, kann ungefähr 3 Wohnhäuser versorgen. Das ist so die Faustformel. Den Rest muss man ein bisschen raus tricksen, ne? Wie viel Förster für einen Holzfäller und so weiter. Aber das findet man ja dann im Spiel auf jeden Fall raus. So, wir brauchen, was fehlt uns denn? Fehlen uns hier Logs? Was fehlt uns? Ah, wir haben keinen Weg. Nee, was fehlt? Ah, Ding wird schon gebaut, ne? Wieder zu ungeduldig. Alright, but more residences mean more houseboat needs. So, demand for water and food
has also increased build out of fishing hut. Okay, wir sollen weiteren Fischer bauen. Das machen wir. Fishing hut. Wir haben hier noch ein bisschen Spot. Ah, wir setzen den hier so versetzt, ne? Kein Problem. Okay, und wir gucken mal, ob wir hier vielleicht einen etwas rentableren Weg produzieren können. Und zwar machen wir das. Wo ist der Pfad? Der ist hier. Wir machen das mal so. Und es ist vielleicht nicht unbedingt schön, aber ne, die Leute hier können ja hier so schräg drüber fahren. Okay, wir sollen nur eine Fischerhütte bauen, eine zweite. Die kostet auch nicht viel, ne? 3 Logs. Das geht relativ schnell. Wir haben viel auf Lager. Die Leute, wenn die... Die haben immer ein gewisses Grundlager. Das können wir hier oben bei diesen Steinchen einsehen. Und zwar kann der maximal, meine ich, ist das hier, ne? Wo sehen wir das Lager, den Lagerplatz nochmal? Ich meine hier, ne? Maximal 4 kann er einlagern oder 8 kann er, glaube ich, einlagern. Und wenn diese 8 eingelagert sind, dann produziert er nichts mehr. So, excellent, you have a functioning colony and your skills are looking promising. Next. When you're ready, it's time to move on to somewhere where a bit more space. In der nächsten Mission gibt es auf jeden Fall noch größeren Platz. Wir bekommen mehr Gebäude. Wir müssen eigenständiger bauen, aber das können wir. Next Mission. Wir haben es geschafft, ne? Tutorial Mission. Wenn euch der erste Eindruck von The Colonist gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und eure Meinung unten in die Kommentare, ob wir vielleicht nochmal ein Video über dieses Spiel starten sollen. Denn das hier ist der Start zur Mission 2. Und ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, ciao und bloß kein Stress.